einer neuen Folge hier vom Hofmeier Projekt. So, in der letzten Folge hatten wir ja hier die Versteigerung und haben hier unseren neuen Bulldog bekommen. Und ich habe vom Händler jetzt hat zu hören gekriegt, dass mir sogar hier, weil ich habe mir gedacht, ich will mal noch was mit Bienen machen. Irgendwann im Laufe des Frühjahrs. So. So, den Klammer auf. Ja, genau. Ich habe mir halt was gedacht mit Bienen halt so. Und darum habe ich hier mal auf die Gemeinde-Webseite geguckt halt. Und da ist ein bekannter Mensch, steht da, dass der Imker ist. Nämlich unser Freund, der drüben dem anderen Hof übernommen hat. Und nicht wundern, warum hier diese überall kahlen Stellen sind. Da müssen wir mal das Bauunternehmen fragen. Die müssen uns hier neues Kies herschütten und hier überall drüber schütten. Weil wir haben, wie ich euch gesagt habe, ich habe die ganzen Büsche entfernt. Da bin ich nochmal zum Händler gefahren und hab nochmal extra Maschine. Jetzt hat Kult hier diese Fräse zusätzlich zu der hier. Die müssen wir jetzt aber alle mal abhängen und ich würde jetzt sagen, wir rufen jetzt halt einmal den Imker an. Wir wählen mal. Ah! Servus! Wie geht's? Servus. Ich war ja jetzt längere Zeit nicht mehr da, wegen so Versprechen und sowas, ne? Ja, eigentlich bloß. Bloß letzten Tag. Also Vormittag genau, war ich ja nicht da. Genau, da war ich ja wegen so Versprechen weg. Ich hab gehört, in der Zeit war irgendwie eine Versteigerung. Ja, ja, da war ich drauf. Du kannst ja zu unserem zu meinem Hof mal kommen. Wird die noch. Wird die noch weitergeführt oder ist sie schon zu Ende, weil die ein paar Maschinen billigere? Also, da steht schon nur ein bisschen was. Also, die geht noch einen Tag, also morgen noch. Also, ich hab schon mal, ich war da schon mal und ich hab mir da einen Bulldog gekauft. Und ich hab da gesehen, da ist ein Ding gestanden, ein Deutz. Mit einem Fliegelanhänger. Also und der Fliegelanhänger, der würde mich schon mal interessieren. Nee, den Fliegelanhänger habe ich gekauft. Und nur einen anderen, oder aber der Deutz, der ist sehr teuer, auch wenn der gebraucht ist, weil das ist das allergrößte Modell. Also das war auch für meinen Hof nur ein bisschen groß. Darum habe ich das jetzt nicht gekauft, aber den Fliegelanhänger habe ich gekauft. Du sollst dir sagen, ich bin gerade tatsächlich am überlegen, ob ich mir noch Feld kaufe. Weil mein Hof ist ein bisschen klein, finde ich. Ob ich mir noch vielleicht ein Feld kaufe und da ja ein wenig Dings anbau. Also auf dem Feld dann mir ein paar Hallen hinstelle. Ja. Und vielleicht einen Schafstall, dass ich da halt jetzt ein bisschen mehr Platz habe. Also mir ist ein bisschen eng mit dem Feld. Ja, aber du musst bedenken, du musst das Order zahlen können. Ja, im Moment, ich hab ja letztens oder vorhin habe ich noch einen alten Bulldog verkauft. Mhm. Weil der hat einen technischen Schaden gehabt und dann gedacht, ja, vielleicht noch ein paar Tage. Welcher war das denn? Das war der war auf jeden Fall ein kleiner Traktor, glaube ich. Den Marcel Ferguson, oder? Ich glaube, das war der Marcel Ferguson, ja. Der rote. Ja, genau, das war der rote Marcel Ferguson. Was hast du nur für den gekriegt? Ich glaube 17.000 oder 79.000. Aha, anscheinend war dann das Problem doch nicht so groß. Ja.
verstehe ich schon. Ja, ich bin gerade ein bisschen dabei, meine Felder zu gruppen. Ja, und wie schaut denn jetzt der Hof an die Ost? Ja, ganz nett. Ich habe jetzt einmal die ganzen Ding, die ganzen Stümpfe rausgefräst. Weil wir hatten ja da mal noch die ganzen Bäume rausgefällt. Mhm. Gestern. Und dann habe ich die ganzen Stuppen rausgefräst. Und war nochmal beim Händler. Gestern hab gesagt, ja, ich brauche nochmal eine neue Fräse. Eine größere. Ich muss da nochmal drüber gehen, komplett einmal alles abfräsen. Und dann genau. Also du kannst ja mal vorbeigucken. Also was ich dir eigentlich fragen wollte. Du bist ja hier der örtliche Imker, neben zur Landwirtschaft, habe ich gehört. Ja, jetzt seit ein paar Monaten, aber ja. Okay. Ja, du hast ja da so eine kleine Ausbildung. Ja, ja, so eine kleine Ausbildung hast du da. Genau, da habe ich mir jetzt einmal gefragt. Nämlich, weil ich wollte mir auch Bienen anschaffen. Und ob du mir das ein bisschen vielleicht einmal zeugen könntest, nachher mal oder so. Und dann kannst ja bei mir einmal für ein bisschen einen Lohn immer die um die Bienen von mir kümmern. Gut, das kann ich machen, weil du sagst ja auch ehrlich, das ist schon eine kleine Kunst für sich, die da den Honig rauszuholen, weil da muss auch die Angstfrei ja sein, weil wir haben auch schon mal ab und zu zum Beispiel gestochen, weil die Leute scheint in den Räuchern vorgehen, aber sonst wir kann das gerne so machen, da würde ich mir gerne helfen. Ja, ich muss dann einmal nur irgendwann, also der Händler ist ja gerade unterwegs, weil der muss irgendwie auch von Einsatz in Nebengemeinde. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, wir haben schon mal eine SMS geschrieben. Der Chief, wenn was braucht, dass er jetzt erstmal weg ist, weil er glaube ich für neue Produkte oder so jetzt erstmal weg ist, weil er neue Produkte ja. Ja, kann ja sein. Ja. Ja, ja, ich bin gerade ein bisschen beim Acker bearbeiten unterwegs. Ja, weil ich letzte jetzt, wo alles so ein bisschen aus der Winterruhe erwacht, genau, habe ich mir gedacht. Ja, Ballnagel, ja. Veranstaltung war und da gab es halt auch ein paar Wunder von Maschinen. Da haben wir dann da können die mir eigentlich schon bald die Fresse anschauen. Weil das ist ja einmalig für irgendeine Station und sonst muss halt immer jedes Jahr bei Ballen. Ja, ja. Durch die Lohnungen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, bevor man das dann so aufwendig immer macht. Ja, ja. Ja. Ja, also, ja, alles in Ordnung. Letztens war ja, glaube ich, noch ein Holzfeld da und dann war ja, glaube ich, auch ein Ja, ja, ich hab, genau, ja, ja. Da warst du dann nur da und dann hat die ja dein Freund dann abgeholt. Ja, du, und die haben wir ja jetzt gedacht, du hast ja einen Haufen Ackerland.
Du hast ja nur den kleinen Schurzroboter, gell? Also, wenn du wollen würdest, würde ich da irgendwie mal morgen oder so? Oder wenn ich halt fertig bin, würde ich dir mal mein Gruppe vorbeibringen. Oder vielleicht sogar bei dir Gruppen gegen einen kleinen Lohn halt. Nö. Die Sonnenblumen. Nee, die werden schon abgeerntet sein. Weil jetzt ist ja Frühjahr, jetzt geht ja dann das Frühjahr erst los. Warte, lauf noch ein bisschen. Ja, also auf jeden Fall, du, wie gesagt, wenn du mal ein Palett Eier willst, ihr habt auch Eier. Ja. Sind zwar viele Eier, aber. Du hast du eine Palettengabel bei dir am Hof? Gut, weil dann Didi jetzt hat spontan mal bei dir vorbeifahren. Hast du ein Saatgut gerade da? Ja, 4 Packungen, 4 Paletten. Weil dann Didi mir 2 davor abholen bei dir. Das ist ganz klar. Die sind nur in der Halle, aber die musst du dir selber rausholen, weil ich bin gerade selber beschäftigt, deswegen. Ja gut, dann leg ich auf. Du hast ja den Autoanhänger bei dir am Hof stehen. Ein Autoanhänger habe ich auch, ja. Ja, weil dann Didi den einmal mitnehmen und dann einmal eine Runde fahren. Du, ich habe jetzt mal zum Feld eines gekauft. Was ist? Oh, jetzt ist anscheinend sein Funk. Ist anscheinend in einem Funkloch. Ja, also die kann ich dann einfach. Jetzt höre ich die wieder. Ich kann jetzt einfach dann über Bären laufen. Ja. Ja, du musst halt mit dem Bauunternehmen reden. Das muss ich machen, ja. Aber das wird dann wieder ein paar Wochen dauern, bis die dir das baut haben. Ja, also das mit dem Bären, das baut jetzt ein paar Hallen, aber ich bin ja auch Zimmermeister mit Bären, also das wird schon. Ja. Du, ich leg auf, ich komme jetzt dann bei dir gleich vorbei mit meinem neuen Bulldogle. Ja, aber du, wenn du ein bisschen auf billigeren Schwader willst, guck mal im Geschäft, also im Gebrauchgeschäft, da ist ein Schwader, ein Riesenschwader mit 4 Schwadachsen drin. Der kostet gerade mal 20.000. Sowas brauche ich nicht, ich habe im Moment noch nicht einmal Wiesenland. Ja, aber muss das nicht. Ja, also ich leg auf, ich komm gleich vorbei. Genau, bis dann. Ciao, ciao. Also Leute, ich würde jetzt sagen, wir machen mal einen kleinen Zeitraffer, bis wir bei dem am Hof sind. Also bis gleich. I look at people and I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? Wir sind jetzt schon da. Und dann. Servus! Servus! Wie geht's? Auch gut, schau dir mal das Ding an. Ja. Hast du eine Palettengabel irgendwo stehen? Ja, was kann ich? Du musst hier ein bisschen laufen. Das war das hier. Das ist ein bisschen versunken. Aber ich muss schauen, wie die Erde ist. Okay, ich guck. Aber hier hast du aber das erste Deckel. Ja, gut. Hast du irgendwie einen Hänger dabei? Nee, ich würde deinen Autoanhänger nochmal ausleihen. Wenn ihn mir gibst, kannst du ihn gleich mal vom Auto abhängen. Nee, ich lade schon selber auf.
Okay, dann hol ich das gleich einmal. Nee, das meine ich weiß sogar nicht. Das ist ein bisschen eng da herin. Du, ich sag dir ja was. Ich habe ja den Hof zwei, ich habe ja den Hof hier ein Jahr geführt. Okay? Und die Saatgute habe ich da oben schon nie runtergeholt, und weil die waren schon davor da. Nee, nee, mein Opa war ja hier gar nicht. Das muss von deinen Vorfahren gewesen sein. Oh, 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 oh. Wie von meinen Vorfahren? Weißt du, das Problem ist ja. Ja? Mein Opa, du hast ihn ja zum Korb geführt. Ja? Hat mein Opa den Kopf. Der war aber nie hier drauf. Und dann war ich drauf. Auf alle Fälle, irgendjemand war davor hier. Ich weiß es nicht, vielleicht für drei Vorfahren. Ich glaube, das Saatgut ist schon länger da als wir beide sind. Hoffentlich ist es nur gut. Warte, ich tue mal einfach mit dem Motor und schau mal weiter. Ja, ist noch nicht haltbar. Warte, ich habe jetzt Februar, 3. Februar 2022, gell? Okay? Ja. Also, es ist nur bis 24 haltbar. Ja, dann ist gut. Sanken wird natürlich. Nee, die leih dann von dir aus. Von wem war denn nochmal? Von meinem Opa oder von meinem Uropa? Ja. Von meinem Uropa. Also von meinem Opa. Aber mit der Palette. Jetzt aber. Oh, mach ich mal schnell Spanngurt drüber. Du, hast du eine Auflage? Nein. Weil letztens habe ich mal geguckt, dass man die Auflage kann man wirklich einfach aufladen. Also, ich weiß nicht, kann man ja nicht. Ja, ja. Da muss ich mal gucken. Ja, dann muss ich halt auch mit dem Händler mal reden. So, dann hängen wir den. Ihr hängt den Autoanhänger gleich mal an. Ja, du, jetzt wollt ihr mal noch fragen. Ja. Jetzt könnten wir ja uns mal noch deine Bienchen anschauen. Ja, warte mal kurz. Ich komm mal schnell. Ich nehm dann die Gabel nachher mit, gell? Weil die nehme ich mit zu meinem Hof, um abzuladen, und die bringe ich dir dann bei Gelegenheit wieder mit. Genau. Ja,
Gut aufgeladen. Hast den Hänger, wie, wo hast du den Hänger gekauft? Auch beim Händler, oder? Gut, gut. Für, ja. Okay. Ja, ich komme schon. Ja, hier. Also bisher produzieren die den Film schon wirklich gut in Bienen, mit den Bienen gestimmt. Aber so, ab der Hand kriegt die schon mal. Okay, okay. Das sind ja ganz schöne Kästen. Ja, also. Ich sag's ja auch ehrlich, im Moment sind sie, glaube ich, gerade nicht so oft produzieren. Ja, ja, die sind ja nur im Winter schlaf so. Ja. Und wie viele Gläser sind das? 1, 2, 3, 4. 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut, gut, also, muss ich sagen. Da ist im Moment nichts drauf. Ja, gut. Hoi. Wo ist er denn jetzt hingerannt? Anscheinend nur schnell zum Feld. Egal, gut. Dann fahren wir jetzt einmal zurück. Und dann würde ich sagen, machen wir auch gleich einmal einen Zeitraffer bis zurück. Aber Leute, ich sag jetzt schon mal, weil nach dem Zeitraffer mache ich es nicht mehr. Das war's schon für die Folge. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Und dann bis bald. Ciao. I wonder all day, who are you when you are not the one in your way? And then I think about myself and I stay. I'm a pretty possible, almost your brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got clothes.